Ich möchte mit euch heute ganz gerne mal eine Reise machen, eine Reise zu den Ursprüngen, zu den allerersten Anfängen des Buddhismus, zu den vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten hat der Buddha erkannt in der Nacht seiner Erleuchtung. Sie waren so gesehen die erste Erkenntnis, die er als Erleuchteter hatte. Er hat die vier edlen Wahrheiten in seiner ersten Lehrrede im Bildpark von Sarnath, von Isipatana, erstmals dargelegt und er hat sie immer und immer wieder sein ganzes Leben lang erklärt. Ich denke, von daher ist es sehr wichtig, diese vier edlen Wahrheiten gut zu kennen, gut zu verstehen, denn sie sind der Kern, die Grundlage, auf dem alles andere aufgebaut hat, was wir immer wieder hören. Ich möchte euch ganz gerne die erste edle Wahrheit im Originaltext, wie sie uns überliefert ist, kurz vorlesen. Dies nun, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit von Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden, Kummer, Jammer, seelischer Schmerz und Aufgeregtheit sind Leiden. Mit Unlieben vereint, von Lieben getrennt sein ist Leiden. Nicht bekommen, was man begehrt, ist Leiden. Mit anderen Worten, den fünf Aggregaten, das heißt den Teilen, aus denen der Mensch besteht, verhaftet sein, die ein eigenständiges Selbst vortäuschen, ist Leiden. Ja, das ist die erste der vier edlen Wahrheiten. Und sie ist schon eine Quelle von vielen Missverständnissen. Es gab immer wieder Menschen, die diesen Text, so wie ich ihn jetzt vorgelesen habe, als solches genommen haben, einen tiefen Sinn drin gesucht haben und gesagt haben, Leben ist Leiden, im Sinne von einer Gleichheit. Eigentlich ist alles leidvoll. Das entspricht nicht meiner Lebenserfahrung. Und ich denke, es geht euch genauso, es entspricht nicht eurer Lebenserfahrung. Thay warnt uns ausdrücklich, einzelne Texte des Buddha, auch wenn sie genauso Bestandteil des Pali-Kanons sind, einfach aus dem Zusammenhang zu nehmen, zu interpretieren und darauf zu bestehen, dass es so richtig ist. Er sagt, das ist gefährlich. Er selber hat viele Quellen studiert, er weiß, dass es verschiedene Quellen gibt, südliche Überlieferung, nördliche Überlieferung. Er weiß, dass es Widersprüche gibt, er weist Fehler nach in der Überlieferung. Und am Schluss bleibt über, was der Buddha immer von uns wollte. Wir sollen mit eigenem Verstand und mit Hirn im Zusammenhang das Ganze verstehen. Also es kann nicht sein, dass das ganze Leben voller Leiden ist, nur Leiden ist. Das kann es wohl nicht sein. Wenn wir allerdings einen ganz kleinen Schritt von dieser Aussage zurückgehen, wird es schon ganz anders. Wenn wir sagen, das Leben ist voller Leiden, wer kennt es nicht, das Leiden? Wer hat es nicht erfahren? Gibt es jemand unter uns, der kein Leiden erfahren hat? Ja, dann kommen wir auf einmal zu einer Aussage, ja, womit wir kein Problem haben. Das entspricht unserer Lebenserfahrung. So ist es. Das Leben ist voller Leiden. Insbesondere, wenn man noch eine Feinheit beachtet, dieses Wort Leiden, was wir üblicherweise in deutschen Übersetzungen vorfinden, kommt vom Sanskrit-Wort Dukkha. Dukkha ist ein schwer zu übersetzendes Wort, das das Bild voraussetzt zu einem Rad, was in einer Achse aufgehängt ist und was eben rund läuft oder nicht rund läuft. Dukkha ist das nicht rundlaufende Rad, das eiernde Rad. Da hakt es einfach, ne? So holprig. Ne? Wir können uns das vorstellen. Ne? Also es ist schwer vorzustellen, weil wir sind natürlich seit Erfindung der Welslager, um das mal zu erwähnen, ja, kennen wir nur mehr die wundervoll laufenden Räder. Ne? Wir nehmen ein Fahrrad,
heben es hoch, stoßen das Vorderrad an und es läuft und läuft und läuft. Ja, wir kennen ja diese wundervollen Räder, wir wissen es von den Autos, aber wir können uns das vorstellen, wie das ist, wenn eine Holzscheibe auf einer Holzstange aufgesetzt wird und das dann sich drehen soll rund. Ja? Das kann rundlaufen oder nicht rundlaufen, das war eine technische Herausforderung der Antike. Und der Buddha sagt jetzt eben, und er verwendet die Wörter Dukkha und Sukha. Dukkha ist, wenn es eben nicht rund läuft, und Sukha, wenn es rund läuft. Was können wir aus diesem Bild mitnehmen? Wir können aus dem Bild mitnehmen, dass der Buddha in der ersten edlen Wahrheit nicht mit Leiden, dieses schlimme Leiden, ja, wir denken bei Leiden immer an schlimme Dinge, an Dinge, die uns aus der Bahn werfen, nicht dieses große Leiden gemeint hat, sondern eigentlich alles, weil wir uns nicht wohlfühlen. Ja? Wenn wir eben nicht rumlaufen, ja, wenn es hakt und eiert und knirscht, ne? Das hat er gemeint. Ja? Im Gegensatz zu Sukha, wenn es rumläuft, ne? Alles in Ordnung ist. Aus diesen Gedanken heraus wird dieses Leiden auch manchmal in Texten als Unwohlsein übersetzt. Was Vorteile hat, aber auch wieder Nachteile. Ne? Gut, also Leiden sollen wir nicht so eng sehen, es soll auch das kleine Leiden, sage ich jetzt mal, mit eingegriffen sein. Wenn wir morgens zum Fenster rausschauen, oh, es regnet schon wieder. Ja, was ist das? Sicher kein, wir sagen nicht gerne, das ist Leiden, das ist eine Kleinigkeit, aber ist in dem Moment Zufriedenheit da? Es regnet schon wieder. Ja, da hakt es. Ne? Es hakt kurz. Ja, es knirscht kurz. Wir laufen nicht rund. Sicherlich, das ist in ein, zwei Minuten vielleicht schon wieder vergessen. Das ist eine Kleinigkeit. Ja, aber das sind auch diese kleinen Dinge, wo es hakt, ne? Wo es knirscht. Die sollen also schon ausdrücklich mitverstanden werden, wenn Buddha von Dukkha redet. Also bei den vier edlen Wahrheiten sollen die mitgenommen werden. Und das Gegenteil ist eben, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir sagen können, ja, es ist gut, es passt. So, also das Leben ist voller Leiden. Jetzt könnte einer natürlich sagen, das ist ja eine Banalität. Was soll da die große Wahrheit von sein? Ja? Ihr mit eurem Buddhismus, ja? Und das ist die große Wahrheit. Ist doch klar, weiß doch jeder, ne? Weiß doch jedes Kind. Ich denke, wir verstehen den Buddha oft viel besser, wenn wir in ihm, ja, keinen abgehobenen Menschen sehen, weniger einen Religionsgründer sehen, als einfach einen Wissenschaftler. Den ersten Psychologen der Menschheitsgeschichte. Spezialgebiet, glückliches Leben. Ja? Ja gut, dieser Buddha will uns jetzt mit den vier edlen Wahrheiten eine Erkenntnis mitteilen. Er will mit uns einen Gedankengang, ja, stellt es euch mal wörtlich vor, Gedankengang machen. Ja, wenn er mit uns gemeinsam einen Gedankengang machen will, an dem wir was erkennen, über das Leiden, etwas lernen über das Leiden, dann muss am Anfang ein gemeinsamer Treffpunkt stehen. Ein Treffpunkt, den er leicht beschreiben kann, den wir verstehen können und hinfinden. Ja, das Leben ist voller Leiden. Das wisst ihr doch, das versteht ihr. Klar, ja, so ist es. Das ist der Treffpunkt. Alle kommen, okay, gut. So, und wie geht's weiter? Ja, das ist die erste edle Wahrheit. Es ist der Ausgangspunkt seines Gedankengangs, an dem er uns etwas über das Leiden mitteilen will. Er hat sicherlich auch noch an einen zweiten Einwand gedacht, der kommen könnte. Und der ist der, naja, das Leben ist voller Leiden. So denken die kleinen Leute, aber die Reichen und Mächtigen, die richten sich's immer. Ja, so denken viele Leute. Aber stimmt das? Stimmt das? Wir wissen einiges über das Leben der Reichen und Mächtigen. Die Glasspalten sind voll davon. Sind sie wirklich glücklicher? Hilft ihnen das wirklich?
Der Buddha hat ein ganz anderes Argument verwendet, um diesen Einwand abzuwehren. Er hat immer gleich gesagt als erstes, wenn er die erste edle Wahrheit gebracht hat, Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Peng. So, jetzt soll noch mal einer damit kommen, die Reichen und Mächtigen richten sich's immer. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Okay, also so einfach ist es nicht. Wir sind also da, wo der Buddha sich mit uns treffen will. Das Leben ist Leiden und nur durch das Ändern der äußeren Umstände kriegen wir das nicht los. So einfach geht's nicht. Ja, und jetzt kommt der erste Schritt auf den gemeinsamen Gedankengang, nachdem wir uns eingefunden haben dort, am Treffpunkt. Die zweite edle Wahrheit, das ist die Wahrheit von der Ursache des Leidens. Der Buddha sagt, jedes Leiden hat eine Ursache. Auf den ersten Blick ist sie meistens leicht zu erkennen. Schauen wir uns an, ein Mensch, der wütend ist. Ja, der leidet an der Wut. Das ist ein Zusammenhang, der unvermeidbar ist. Wenn man wütend ist, leidet man. Oder könnt ihr euch jemand vorstellen, der wütend ist und nicht leidet? Solange er wütend ist, muss er leiden. Das Gleiche ist mit Ärger, das Gleiche ist mit Gier, wenn wir uns sehnen nach etwas, ja, wie komme ich jetzt endlich, wir müssen nicht nur an Süchtige denken, wir können uns nach vielen anderen Dingen sehnen, dieses Sehnen ist ein Leiden, sein Unwohlsein, eine Anspannung, ein Suchen, ein Gieren. Angst, wir nennen diese Emotionen also leidvolle Emotionen, weil das Leiden eben fest und unvermeidlich mit ihnen verbunden ist. Diese Emotionen führen zu Leid. Und oft neigen wir dazu, uns die Umstände anzuschauen und zu meinen, die Umstände würden unweigerlich zu den Emotionen führen. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Jemand ärgert sich. Ärgert sich, dass, ich denke wieder an einen Vorgesetzten, das habe ich jahrelang erlebt, dass schon wieder jemand vor die Fluchttür etwas hingestellt hat. Ist ja klar, da darf nichts stehen, ja, einer ist zuständig, ja, ich bin sowieso zuständig und schon wieder steht etwas da. Also, ich ärgere mich. Und fragt man so einen Menschen, der sich ärgert, warum ärgerst du dich? Ja, da steht etwas, da muss man sich ja ärgern. Das ist der naive Glaube. Wenn etwas vor dem Notausgang steht, muss man sich ja ärgern. Ich sage in solchen Situationen gerne, ich kann gut verstehen, dass man sich darüber ärgert, aber man muss nicht. Das ist genau der entscheidende Punkt. Man muss sich nicht darüber ärgern. Man kann es. Warum kommt diese negative Emotion? Es liegt einfach daran, dass wir gewisse Vorstellungen haben, die mit einem Wollen verbunden sind. Also oft gibt es Kurzerklärungen, die sagen, wir leiden an unseren Vorstellungen. Das ist etwas zu kurz, weil die Vorstellung allein bringt das Leiden noch nicht. Ich möchte mal ein Beispiel erzählen. Ich bin vor Jahren nach England gefahren und es war nicht das erste Mal. Ich kannte England schon relativ gut und bin wieder hingefahren mit der Vorstellung, in England ist schlechtes Wetter. Na, immer bewölkt, oft regnet es. Ne? Kurze Phasen von Sonnenschein. Ich komme dorthin und es ist wundervolles Wetter. Und der zweite Tag. Wundervolles Wetter. Es wechselt eigentlich ab, wolkenlose Tage und heitere Tage mit ganz wenigen Wolken. Und das 3 Wochen lang. So. Wo ist das Leiden? Also ich habe nicht drunter gelitten. Aber das lag nur daran, dass es eine Vorstellung war, die ohne ein Wollen verbunden war. Wir können ganz leicht die Situation abwandeln und sehen schon, wo die Probleme herkommen. Nehmen wir an, ich wäre mit einer Gruppe von Leuten gefahren und hätte vorher groß angegeben, ne, ihr kennt alle England nicht, ihr wisst nichts über England, ich war schon dort, ich weiß, es ist das Wetter. Dann ist Sonnenschein, alle sagen, hey, was hast du uns erzählt? Sonnenschein sagt, ja, gut, okay, einen Tag Sonnenschein gibt es auch in England, so, ihr werdet es schon sehen. Zweiter Tag Sonnenschein. Schon wieder.
Naja, die anderen lachen schon, ja. Naja, hat halt keine Ahnung, ne? Dritter Tag Sonnenschein. Ich kann mich vorstellen, wie man leidet in dieser Situation. Aber warum? Weil die Vorstellung mit einem Wollen verbunden war. In dem Fall, dem Recht haben, ja, gut dastehen wollen, ja, vor den anderen. Dann kommt das Problem raus. Das heißt also, der zentrale Punkt ist, wenn Vorstellungen mit Wollen verbunden sind, dann kann es leicht zu Leiden kommen, nämlich dann, wenn die Umstände nicht dem Wollen entsprechen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, immer wieder über die Ursachen des Leidens. Das kann sehr komplex sein, natürlich. Ich habe einfache Beispiele genannt. Und es hilft uns auch nichts, solche Listen über Leiden und Ursachen in Büchern nachzulesen und auswendig zu lernen. Wir werden später noch mehr darüber sprechen, über das Leiden und was man machen kann. Wichtig ist es eben, selber zu verstehen, was ist es, was mich letztlich leiden lässt. Warum kann ich es nicht sein lassen? Warum kann ich nicht die Sachen einfach wegräumen vom Notausgang? Warum kann ich nicht einfach die notwendigen Maßnahmen treffen, ohne mich zu ärgern? Ist ja gar nicht nötig. Ich kann ja sehr wohl denjenigen ausfindig machen, der diese Sachen vom Notausgang gestellt hat, ihn zur Rede stellen, ihm erklären, warum und wieso das nicht geht, ohne mich zu ärgern. Geht ja. Überhaupt kein Grund zum Ärgern. So, das ist die zweite edle Wahrheit, dass also jedes Leiden Ursachen hat. Die können leicht zu erkennen sein und die können schwierig zu erkennen sein. Es geht über die Emotionen und dahinterliegenden Vorstellungen, die wir unbedingt erfüllt sehen wollen. Die dritte edle Wahrheit sagt jetzt aus, die ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens, dass wenn die Ursache des Leidens wegfällt, dass dann auch das Leiden verschwindet. Man könnte zunächst meinen, ja, das ist klar. Ne? Es ist nicht immer so, wenn wir uns, und wir sehen daran eigentlich nur, wie genau der Buddha gearbeitet hat bei seinem Gedankengang. Natürlich ist es manchmal so, wenn wir die Ursache wegnehmen, ist die Wirkung weg. Aber manchmal ist es eben nicht so. Stellen wir uns vor, wir gehen einen steilen, steinigen Bergpfad, wir stoßen an einen Stein, sodass der Stein über die Kante kippt, dann fällt er. Dann können wir unseren Fuß so schnell zurückziehen, wie wir wollen, der Stein fällt und fällt und fällt. Das hängt nur davon ab, wie lange der Hang ist. Er fällt. Wir können es nicht zurücknehmen. Das kann wehtun. Einen, der weiter unten geht und uns. Ja, wir können es nicht machen, aber beim Leiden, glücklicherweise, ist es besser. Wenn die Ursache verschwindet, verschwindet auch das Leiden. Wenn wir aus dem Fenster schauen und denken uns, mein Gott, jetzt schneit es schon wieder. Konnten wir letzte Woche öfters erleben. Schon wieder, ne? Wir sehen uns so nach Frühling. Ja, dann hakt es. Dann kommt vielleicht das nächste Gedanke. Das gibt aber schönen Schnee am Wochenende. Wieder frischer Schnee. Das tut der Piste gut. Das werde ich genießen beim Skifahren. Sofort ist durch die Gedankenwendung, sind wir in einer anderen geistigen Haltung. Die Ursache ist verschwunden und damit auch das Leiden. Ich möchte euch da auch noch eine Geschichte erzählen, was mich einmal, ja, eigentlich in meiner vorbuddhistischen Zeit sogar, länger beschäftigt hat. Ich habe in Vaterstetten gewohnt und bin gerne abends spazieren gegangen. Und der Ort ist doch so groß, dass man eigentlich nicht sinnvoll rauskommt in die Natur. Man geht also in den Straßen spazieren, ne? Zwischen lauter schönen Häusern. Und wie ich die schönen Häuser anschaue, stellt sich Neid ein. Ich denke mir, so eines hätte ich auch gern. Oder Gier, ne? Und ja, und das war immer wieder so. Und irgendwann ist mir klar geworden, dann läuft was schief. Das kann es ja wohl nicht sein. Du willst den Abend genießen, die gute Abendluft, gehst ein paar Schritte, ist doch alles schön, da stehen schöne Häuser. Und dann fühlst du dich unwohl, weil du das den anderen nicht gönnen kannst.
dass sie schöne Häuser haben und du in einer kleinen Mietwohnung wohnst. Tja, ist ein Problem. Klassisches Fall von Problem, von Leiden. Und das Leiden liegt nicht an den schönen Häusern. Ja? Ja, das ist der Punkt. Es ist schon eine sehr alte Geschichte und ich habe damals noch nicht von Buddhismus gehört, aber ich habe gewusst, dass da etwas schief läuft. Und mir kam schon der Gedanke, warum ist es mit den Häusern so viel anders als mit den Bäumen und den Blumen? Ich meine, wenn der in seinem Vorgarten einen schönen Baum hat, ja, und ich gehe vorbei, dann freue ich mich an den schönen Baum. Da habe ich auch kein Problem mit. Und mit den Blumen war es genauso. Nur mit den Häusern. Ich wollte auch sagen. Ja, und das hat mich eine Zeit lang beschäftigt. Aber ich bin drauf gekommen, dass es an mir liegt. Und wenn ich das so sein lassen kann, wie es ist, und mich einfach daran freuen kann, dass einer da ein schönes Haus hinstellt und ich darf es ansehen, bin ich dann auch drauf gekommen, ja, das ist bei anderen Sachen, wenn wir Kirchen anschauen, Rathäuser und so, haben wir das Problem überhaupt nicht. Ja? Wir bewundern das, wir machen ganze Urlaubsreisen, um einmal Notre Dame zu sehen, um einmal den Markusplatz in Venedig zu sehen. Und ich habe ein Problem mit den wenigen Vaterstädten. Ja? Ich müsste sehen wie ein Rathaus, wie eine Kirche. Ja, der Unterschied ist das privat, ne? Das andere ist öffentlich. Ja? Ja, gut, aber der lange Rede kurzer Sinn. Das waren so meine Gedanken. Und mir ist klar geworden, wenn ich meine Einstellung ändere, dann geht es mir besser beim Spazierengehen. Und das hat eine Zeit gedauert, aber ich habe es geschafft. Und das war noch bevor ich den Buddha kennengelernt habe. War so eine vorbereitende Übung, ja. Weil, ja, es ist, der Buddha redet vom Leben selbst. Und wir kommen mit dem Problem vorher ja auch schon in Beziehung. Wir kriegen nur vom Buddha einen Plan. Das Schöne war damals, ich habe es geschafft, ich habe es gelernt und ich habe es auch bewusst als Aufgabe angesehen, es zu üben. Zu sagen, da ist ein schönes Haus, das ist schön. Es ist schön, dass ich es sehen darf. Und ein schöner Baum, im Zusammenhang sehen. Ja. Ja. Und so habe ich es gelernt, in einem wilden Vorort spazieren zu gehen und es zu genießen. Ja, und der vierte, die vierte edle Wahrheit, der dritte Schritt auf dem Rundgang das Leiden zeigt. Und da spricht der Buddha vom Pfad, der zum Aufheben, des Leidens führt. Das ist der edle achtfache Pfad. Ihr kennt ihn sicher, rechte Anschauung, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Ich möchte den jetzt nicht vertiefen, aus einem ganz einfachen Grund. Erstens kann man darüber endlos sprechen, weil über jeden Punkt man eigentlich viel erklären könnte. Aber der andere Punkt ist der, im Grunde genommen ist der edle achtfache Pfad, sagt uns, wenn du dein Leben in der Weise führst, dass du achtest darauf, auf dieses und auf jenes und auf jenes, ja? Also sozusagen achtsam durch Leben gehst und darauf achtest, ist das rechte Anschauen, wie sehe ich die Welt, ist das richtig, was ist rechtes Denken, verstehe ich die Situation richtig. Wenn wir also unser ganzes Leben so führen, dann kommen wir aus dem Sumpf des Leidens heraus. Wir in der heutigen Zeit sind immer gewöhnt, erstens Kochrezepte und Aufbauanleitungen, ja. Also so, wir wollen immer so einen Plan haben, der man einfach Schritt für Schritt durchgeht und fertig ist die Kiste, beziehungsweise fertig ist das IKEA-Regal, fertig ist das Lego-Piratenschiff. Einfach Schritt für Schritt, ja. Das hätten wir gerne. Hat uns der Buddha nie gegeben, so einfach geht's nicht. Es gibt aber dennoch konkretere Hilfen und Hinweise, wie wir mit dem Leiden umgehen können, wie wir einen Weg aus dem Leiden finden können. Und da möchte ich euch heute zwei davon vorstellen, im Anschluss praktisch an die vier edlen Wahrheiten, konkrete Hilfsmittel auf den Weg geben. Im Grunde
ist jede leidvolle Emotion eine Gelegenheit, einen Schritt aus dem Sumpf des Leidens nach oben zu machen. Jede leidvolle Emotion ist eine Gelegenheit, einen Schritt weiter zu gehen auf dem Weg. Thay hat uns fünf Schritte genannt, die wir gehen können. Der Schritt 1 ist natürlich immer der, das Erkennen der Emotion. Wir müssen sie natürlich erkennen. Es ist so, dass wir oft gerade das kleinere Leid einfach völlig unbewusst, völlig übersehen. Ja? Wir ärgern uns über etwas, schimpfen kurz, gehen weiter. Und es wird uns nicht mal bewusst, dass wir uns geärgert haben. Das ist natürlich schade. Darum ist ja die Achtsamkeit der Kern unseres Weges. Wenn wir eine gut geschulte Achtsamkeit haben, eine starke Achtsamkeit haben, dann merken wir das. Dann merken wir, okay, jetzt ist Ärger entstanden. Jetzt ist er da. Dann sagt Teil der Schritt 2, wenn wir das geschafft haben, es mitbekommen haben, dass Ärger da ist, dann ist es wichtig, diese Tatsache nicht abzustreiten. Sich auch nicht wiederum darüber zu ärgern, dass man sich schon wieder ärgert nach so vielen Jahren der Übung. Ist schon wieder Ärger entstanden, das kann doch nicht sein, das soll doch nicht sein. Auch darüber kann man sich ärgern, muss man aber nicht. Und auch nicht zu versuchen, es zu verdrängen. Also das Wort verdrängen ist so unser westliches Wort, was wir gerne verwenden. Ich weiß nicht, ob es so glücklich ist. Gut, obwohl, ja, verdrängen, wegschieben. Es ist also das Verdrängen oder Unterdrücken, sagen wir auch, wird uns nie gelingen. Es wird immer nur ein Wegschieben, Wegdrängeln und Wegschauen sein. Das heißt, dadurch, dass wir verdrängen oder unterdrücken, ist der Ärger, verschwindet er ja nicht. Und die Wut, sie verschwinden nicht, sondern sie werden nur ignoriert, wir schauen weg. Ja, sie werden ein bisschen gedrängt zur Seite, dann sind sie halt ein paar Zentimeter weiter. Ja, ich werde exzentrischer, ich komme aus der Mitte heraus. Ja. Also das kann nicht die Lösung sein. Und er sagt, wir müssen eben diese leidvolle Emotion annehmen. Nicht abstreiten, dass sie da ist, annehmen. Annehmen, okay, es ist Ärger da. So, was mache ich? Ja, das, was wir von Teil gelernt haben. Als nächstes geht es darum, gut für uns zu sorgen. Wir müssen es annehmen, wie wir auch eine Krankheit annehmen müssen. Jetzt habe ich Ohrenschmerzen. Ja, toll. Was mache ich dann? Ich könnte mich drüber ärgern, das ist natürlich besonders doof. Ne? Also ich habe Ohrenschmerzen, ja, was mache ich dann? Ja, es hat jeder schon seinen Plan, ja. Ob er irgendwelche Mittel einnimmt oder mit Wärme behandelt oder kühlt oder weiß der Geier was. Wir suchen etwas, was uns hilft, was dem Körper hilft, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und bei leidvollen Emotionen wissen wir, das Beste ist, zurückzukommen zum Atem, zur Achtsamkeit. Zum Beispiel achtsame Schritte machen. Wohl wissend, dass natürlich die leidvolle Emotion nicht gleich verschwindet, dass jetzt eine Phase kommt, in der wir uns kümmern, liebevoll, um unsere leidvolle Emotion. Also der Ärger ist da und das achtsame Atmen ist da und die Schritte. Alles ist da. Und es ist okay so, weil wir tun das Beste, was wir tun können. Wir haben keine bessere Lehre. Das ist das, was wir gelernt haben von Teil. Wir wissen, es funktioniert, zumindest die schon geübt haben, werden das wissen, es funktioniert. Und wir machen das. Okay? Also entsteht jetzt eine Phase, in der wir aktiv eben gehen, auf den Atem achten und den Ärger Ärger sein lassen. Oder die Wut. Die Trauer, gibt ja viele andere Emotionen auch, ne? Die direkt Leid verursachen. So, und der Teil nennt das gerne umarmen. Wir umarmen unsere Wut, so heißt ja ein Buch, umarme deine Wut oder deinen Ärger. Er nennt es umarmen, weil das Bild, was er immer wieder bringt, das Bild, auf das wir uns einlassen sollen, ist das von einer Mutter, die ein weinendes Kind in den Arm nimmt. Ne? Tröstet. Und sie weiß, wenn sie das macht, es wird schon wieder gut. Nicht gleich, nicht sofort, ne? Vielleicht noch nicht in 5 Minuten, aber, und das Problem ist, es ist das Beste, was sie tun kann.
Also tut es. Okay. Umarmen. So, das ist, sind die drei Schritte, um überhaupt einmal klar zu kommen, vernünftig mit der leidvollen Emotion. Schritt 4 ist Tiefschauen. Ja, und da sind wir wieder bei den vier edlen Wahrheiten. Deswegen habe ich das rausgegriffen. Ja? Genau, Tiefschauen. Hier haben wir die Chance, wirklich eine, ich sag mal, ja, eine Wendung zu machen, sondern auch eine Spirale nach oben. Ja? So eine Runde, ne? Wenn Sie sagen, kehrt ein Stück weiter oben. Ja? Da haben wir eine Chance. Wenn wir diesen Augenblick, ich bleibe jetzt noch beim Ärger, den Augenblick des Ärgers nehmen und sagen, okay, so, der Ärger war da, jetzt hat er sich beruhigt. Und jetzt schaue ich ihn mir an. Was war es denn in Wahrheit? Was hat mich wirklich geärgert? Wo liegt das Problem? Was ist es, was ich unbedingt will? Ja? Ja. Ansehen als ein besonders fortgeschrittenes Mitglied der Sangha. Toll, ne? Wenn ich so eine Vorstellung habe, werde ich viel Leiden erfahren. Gut, und wir hatten vorher viele andere und ich hatte viele Beispiele genannt. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Tief schauen, was ist es eigentlich? Was ist die Ursache? Und es ist entscheidend, wir wissen aus der modernen Hirnforschung, es ist tatsächlich entscheidend, selber auf den Zusammenhang drauf zu kommen. Nur das selber Erkennen des Zusammenhangs, das hier ist die Ursache und da ist mein Leiden. Nur das gibt die Kraft und die Energie, wirklich zu sagen, okay, ich lasse die Vorstellung los, sie bringt mir ja Leiden. Ich kriege ja nicht die Vorstellung ohne Leiden, ja? Wie ich mit meinen Häusern im Vater stecken. Ja? Es war wichtig, dass ich erkenne, dass ich mir selber Leiden schaffe durch diese Vorstellung. Ja? So kann der Wunsch nach einem eigenen schönen Haus, so kann der nicht Raum greifen in mir, sonst leide ich darunter. Ne? Das geht nicht. Ich muss es loslassen. Das heißt, ich muss, wenn ich es loslasse, leide ich nicht mehr. Es stellt sich Wohlbefinden ein. Wenn ich festhalte, leide ich. Und wenn wir so weit sind, dann können wir loslassen. Vielleicht nicht gleich. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Vielleicht ist da doch noch das Gefühl stark da. Ja, ich will das haben, ja. Und das Leiden nehme ich in Kauf. Vielleicht. Aber im Laufe der Zeit, wenn das Leiden stark genug ist, werden wir die Vorstellung loslassen, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und darum ist es so wichtig, selber in jedes eigene, in jede eigene Situation tief hineinzuschauen und zu verstehen, das ist der fünfte Schritt, zu verstehen, was da in Wahrheit läuft. Die Lösung ist grundsätzlich theoretisch leicht, nur praktisch schwierig, weil wir eben uns liebgewonnene Vorstellungen über uns selber loslassen müssen. Und wenn es nur die ist, dass wir blond sind. Ja, ich war mal blond. Ne? Ja, und nachdunkeln auf braun, das kann ein Problem sein oder auch nicht. Und dann grau werden, kann ein Problem sein oder auch nicht. Ja, ich werde nie vergessen, wie meine Mutter sich entschieden hat, nicht mehr Haare zu färben. Weil als Kind kannte ich nur Friseur für zu weinen. Ich habe nie verstanden, was los ist wirklich. Aber ich habe gewusst, dass meine Mutter immer wieder geweint hat, nachdem sie beim Friseur war. Weil die Farbe nicht so geworden ist, ne? Wie beim letzten. Ja, sie hat sehr früh graue Haare bekommen. Ne? Ja. Das ist die Vorstellung. Ne? Aber das Akzeptieren, dass sie grau ist, obwohl sie damals noch sehr jung war, ja, war eine Befreiung. Das Thema war weg. Ist sie grau rumgelaufen. Und dann natürlich ist sie dann sehr früh schneeweiß geworden. Die Leute fanden das dann unheimlich interessant. Ja. Gut, und so können wir eben Vorstellungen loslassen und dann stellt sich Wohlbefinden ein. Ja? Gut. Ja, ich möchte euch noch eine kleine andere Geschichte erzählen. Auch einfach, weil ich es erlebt habe und ja, weil es schön ist. Ne, ich will mich also abends ins Bett legen. Ich hatte da nicht in sein Reihenhaus. Ja. Die Geschichte spielt jetzt in einem Reihenhaus
Ebersberg und ich will mich ins Bett legen, es ist Sommer, es ist warm, ich mache die Tür auf und es ist eine ruhige Gegend. Nur an diesem Abend, die Nachbarskinder, das war sehr schnell klar, es waren die Kinder von den Nachbarn, haben eine Party, sitzen alle im Garten, weil es so schön ist, und plaudern angeregt und laut. Und das ist ja nicht weit, ne? Ihr könnt euch vorstellen, beim Reihenhaus zum Nachbargarten und mein Schlafzimmer, plaudern laut und lachen viel. Gut, ich meine, ich konnte die Nachbarn gut leiden und die Kinder gut leiden. Drum, sonst wäre es vielleicht noch schwieriger gewesen, hätte es noch andere Probleme geben können. Aber es war ja noch da die Vorstellung, ich brauche Ruhe zum Einschlafen. Ja? Bei so einem Lärm kann man ja nicht einschlafen. Oder? Ich weiß nicht. Also, gut, der erste Gedanke war, ich lege mich mal ins Bett und atme einfach. Das ist, konzentriere mich auf den Atem. Das mache ich auch, wenn ich in der Nacht aufwache und nicht gleich einschlafen kann. Dann sage ich einfach, okay, kein Problem. Ich nutze die Zeit seiner Meditation im Liegen. Jetzt können zwei Dinge passieren. Ich liege, verfolge den Atem in meditativer Haltung. Ich meditiere, nutze die Nacht zur Meditation, selbst voll sehr effizient. Ja. Oder ich schlafe ein. Eigentlich auch in Ordnung. Ja. Also es ist total super, es kann nur gut werden. Ne? Also so eine Spekulation müssen wir mal an der Börse erfinden, ja, die nur gut geht. Ja, so, also okay, also lege ich mich ins Bett und atme. Ja, und es geht eine Weile gut, ich schlafe nicht rein. Ja, so, aber dann kommen auch schon Gedanken und ja, ist okay, ja, die Kinder haben recht viel Spaß unten und es ist ja auch gut so, also die Kinder waren also jugendliche Kinder, ne, haben einen Spaß, ist ja schön, ist ja gut. Ne. Und irgendwann kam aber dann der Gedanke, aber kleine Kinder schlafen doch auch ein, wenn alle laut reden und lachen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, Familienfeier, ne, alle haben Spaß, sind laut, klappern im Geschirr und lachen und irgendwann schon mal dort, ne, der Kleine oder die Kleine, der pennt in all diesem Trubel. Das war ganz gut, weil ich mir gedacht habe, okay, es muss irgendwie möglich sein. Ja? Vielleicht ist es gar nicht nötig, Ruhe zum Einschlafen zu haben. Und das war sehr gut. Wie es dann genau weitergegangen ist, weiß ich nicht, aber ich bin eingeschlafen. Ja, das sind die Vorstellungen. Manchmal fragen wir uns, wenn wir so mit unseren Emotionen und mit unseren Vorstellungen arbeiten, können wir uns sicherlich auch irgendwann mal fragen, nach so einem Erfolg, habe ich das wirklich verstanden oder mache ich mir nur etwas vor? So ein Zweifel, ne, der kommt. Ja gut, du bindest dir jetzt ein, ne? Du hast das losgelassen, das losgelassen. Und da kann ich euch nur beruhigen. Es gibt in Wahrheit da gar kein Risiko. Weil es gibt wieder nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt wirklich losgelassen, dann seid ihr das Problem los. Oder ihr habt nicht losgelassen, dann, und macht euch vor, ihr hättet losgelassen, aber dann kommt diese Emotion ja wieder, diese leidvolle. Dann kommt ja wieder dieser Neid oder dieser Ärger oder weiß der Geier was. Er kommt doch, ne? Ja, und dann haben wir die Chance zu einer neuen Runde des Loslassens. Und vielleicht schaffen wir es dann. Und so geht es Schritt für Schritt dahin. Es gibt noch ein kleines Problem auf dem Weg. Und das ist das, wenn wir sehr achtsam werden, könnte dann irgendwann der Eindruck kommen, wir würden uns viel öfters über Kleinigkeiten so ein bisschen ärgern. Ja? Und das möchte ich auch nur sagen, ist eigentlich auch nur ein gutes Zeichen, weil in aller Regel bedeutet das, Dinge, über die wir uns früher geärgert haben, die wir gar nicht wahrgenommen haben, dass wir uns ärgern, nehmen wir halt jetzt wahr. Ja? Und das soll uns also nicht irritieren. Es gibt immer nur dasselbe, wir gehen die fünf Schritte von Thay, erkennen, annehmen, umarmen, tief schauen und verstehen. Und wir machen das immer wieder und gehen immer weiter und es wird besser.
Ja? Es ist ein schrittweiser Weg und jeder Schritt, den wir auf dem Weg machen, hilft uns. Ich wollte euch noch kurz eine andere Lehre des Buddha nahebringen, die auch direkt im Zusammenhang steht mit den leidvollen Emotionen. Und das ist die der vier Arten der Nahrung. Der Buddha hat gesagt, es gibt nicht nur die essbare Nahrung. Also bei Nahrung denken wir natürlich an das, was wir zu uns nehmen, was wir essen und was wir trinken. Und das war auch so gemeint von ihm. Aber das ist nur eine Art der Nahrung. Es ist eine Art der Nahrung, wo wir natürlich auch darauf aufpassen müssen, naja, was macht das mit mir, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ja? Und auch in dem Fall ist es meine persönliche Erfahrung, es ist besser, auf das eigene Empfinden zu achten, als auf das, was in Büchern steht, was gut ist und was nicht gut ist. Vielleicht, weil wir Menschen sehr verschieden sind und dem einen tut das eine gut und dem anderen das andere und umgekehrt. Ja? Das ist nicht so eindeutig und nicht so einfach. Aber wichtig ist es, dass wir achten auf die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Was ist heilsam für uns? Was tut uns gut? Was nährt uns? Was gibt uns Kraft? Und was zieht uns runter? Aber die eigentliche Lehre ist auch hier wieder die drei anderen Arten der Nahrung. Die erste ist ja nur das, was wir alle wissen. Essbare Nahrung nehmen wir zu uns und es ist wichtig für unser Wohlbefinden. Die zweite Art der Nahrung sind die Sinneseindrücke. Jedes Mal, wenn unsere Sinnesorgane in Kontakt treten mit irgendetwas in der Umwelt, egal was wir uns ansehen, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken, was wir fühlen, jeder dieser Kontakte ist ein Sinneseindruck und dieser Sinneseindruck ist Nahrung. Definitiv natürlich Nahrung in dem Sinne, dass etwas in uns hineinkommt, was vorher nicht da war. Aber auch Nahrung im Sinne wie bei der ersten Nahrung, Nahrung, die etwas mit uns macht. Und die Sinneseindrücke wirken oft sehr direkt auf unser geistiges Wohlbefinden. Wir sehen Plakate, wir sehen Anzeigen in Zeitschriften, wir sehen Kinofilme, wir sehen Fern, wir hören Musik. Und diese Dinge machen ja etwas mit uns. Je nachdem, was es ist, natürlich. Kommt drauf an. Sie können Angst erzeugen, sie können Erschöpfung erzeugen, Traurigkeit. Und wenn wir das erleben, wissen wir, es war Gift. Es gibt andere Dinge, die sind erhebend, die erzeugen Freude, die erzeugen Mitgefühl. Ah, da ist es doch gut. Das ist doch heilsam, das ist doch schön. Sie fördern Verstehen, Hilfsbereitschaft. Also der Buddha sagt, das ist ganz wichtig, dass wir uns das anschauen. Es ist gerade für uns in der heutigen Zeit wichtig, wo es erstens eine so unglaubliche Menge Sinneseindrücke gibt und so viel verschiedene. Und wir können auswählen. Durch die Medien gerade. Wir können auswählen. Und es macht etwas mit uns. Ich war mal beim Vortrag von einem Forscher, der sich speziell beschäftigt mit gewaltsamen Verhalten und den Ursachen, und zwar gerade von den Menschen, die also völlig ausrasten, ich sag mal Amokläufer, und er hat die damals, wie ich ihn kennengelernt habe, hatte er alle bisher bekannten Fälle von Amokläufen von Jugendlichen untersucht, detailliert, er ist in die Gefängnisse gefahren, teilweise haben die ja gelebt, teilweise hat er die Gerichtsakten studiert und hat das untersucht, was haben diese Menschen vorher konsumiert. Und das Erschreckende war, sie haben alle exzessiv Gewaltvideos und Gewaltcomputerspiele konsumiert. Und exzessiv beginnt bei frühestens 20 Stunden die Woche. Ja, also das Minimum, das absolute Minimum, ja, ist 20 Stunden Gewaltspiele. Ja, und in der man immer wieder erlebt, ich bin in Gefahr. Ja, die Leute kriegen eine ganz eigene Weltsicht. Ja, ich bin in Gefahr. Überall kann der Feind kommen. Ich kann jeden Moment sterben. Wer zuerst schießt, gewinnt. So ungefähr. Ja? So geht das dahin, die ganze Zeit. Dauernd wird geschossen und getötet. Dauernd wird Angst erlebt. Ja, das ist natürlich kein 1:1 Zusammenhang, wie dann immer wieder von den Herstellern der Spiele behauptet wird. Es gibt Menschen, die spielen dieses Spiel und werden nicht zu Amokläufern. Aber es ist ein schwacher Trost. Wir wissen aber, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt von damals alle Amokläufer in den USA und auch in Deutschland
exzessiv solche Dinge konsumiert hatten und damit ihr Bewusstsein entsprechend verändert hatten. Es gibt eine andere Untersuchung, die mir sehr gefällt, nochmal zum positiven Thema. Musik ist ja, geht ja auch direkt auf Emotionen, fast direkter als Bilder. Und es gab mal so eine Untersuchung, die schon länger her und alt, und da ging es noch so ein bisschen wieder zu zeigen, dass also Popmusik nervös macht und klassische Musik gut ist für den Geist. Ja? Und da haben die Forscher so Versuche gemacht und dann mit verschiedenen Menschen und auch mit Tieren und Pflanzen und alles Mögliche und sind zum Erkenntnis, sie haben diese Wahrheit wiedergefunden. Ja, also die Rockmusik macht irre und schöne klassische Musik beruhigt und auch die Beruhigungsmusik, die es so gibt, gibt es ja heute sehr viel. Meditationsmusik und so, wie man das verkauft wird, beruhigt. Ja. Sie haben aber, und das ist der Grund, warum ich erzähle, noch einen dritten Versuch gemacht. Dafür bin ich dankbar. Sie haben gesagt, ja, und wie ist es eigentlich mit der Stille? Wie wirkt es eigentlich, wenn gar nichts ist, wenn es ruhig ist? Eine interessante Frage. Ne? Ist das dann in der Mitte? Ja, in der Mitte zwischen beruhigend und aufregend? Nein. Es ist das Beruhigendste überhaupt. Und das fand ich schön. Ja, die Stille ist noch besser als Beruhigungsmusik. Toll, ne? Schön, also das wollte ich auch nur bei der Gelegenheit noch einflechten. Ja, die Sinneseindrücke sind also ganz wesentlich für unser Wohlbefinden. Was konsumieren wir? Was nehmen wir zu uns? Und ich möchte auch sagen, es ist nicht nur das Was, sondern auch eine Frage der Menge. Wir neigen dazu, einfach zu viel in uns aufzunehmen. Und das spüre ich bei mir, wie ich dann einfach eine gewisse Fülle, also ja, Fülle im Sinne von übersättigt spüre. Und da merke, wie ich dann eben weniger offen bin. Ich bin dann nicht offen für die Begegnung mit einem neuen Menschen. Ich bin nicht offen für das, was meine Frau sagen will, was die Kinder sagen wollen. Ja, weil schon so viel auf mich eingeströmt ist, was zu verarbeiten ist. Die Birne bis hier oben voll. Und dann will ich nur meine Ruhe. Ja? Und das ist schade. Es hängt auch von der Menge ab. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ja? Weniger ist da auf jeden Fall mehr. Dann entsteht eben wieder Offenheit, wieder Freiheit. Und ich bin da vielleicht ein bisschen extrem. Ich habe das sehr intensiv als junger Mann erlebt, bei einer Fahrradtour durch England übrigens. Und ich bin nur den ganzen Tag allein im Fahrrad gefahren. Ja? Und am Abend habe ich das richtig genossen, der Jugendherberge. Ja, war toll, dann mit anderen Leuten auszugehen und dieses und jenes. Bin also eher ein verschlossener Typ, ja. Aber so 8 Stunden Fahrrad fahren und keiner redet mich an, ja, dann war einfach Raum da. Ja? Und auch Bedürfnis. Bedürfnis nach Begegnung. Das war gut. Ja? Gut, dann ist vielleicht das Verhältnis anders, ja. Aber vom Prinzip her denke ich, das ist allgemein so. Ne? Es gibt eine Überfütterung und dann will man einfach nicht mehr. Dann will man nur mehr Schotten dicht machen. Gut, also das sind die Sinneseindrücke. Die dritte Art der Nahrung sind die Tatabsichten. Die Tatabsichten. Was ist es denn, was uns wirklich antreibt? Wo laufen wir denn hinterher? Was ist unser tiefster Wunsch? Wir teilen in 2 Beispiele, sind aber gut wie für mich gedacht. Ne? Also das eine ist, ja, wenn unsere Vorstellung ist, das Wichtigste, was wir erreichen wollen, ist Vorstandsvorsitzender einer großen Aktiengesellschaft zu werden. Ja, dann ist da im Leben was vorgezeichnet. Ja, ein Erleben ist gesteuert. Alles wird nur mal gesehen unter den Aspekten, was ist Erfolg, was ist der Karriere dienlich, was ist dem Lebenslauf dienlich, ja, welche Menschen, welche Aussagen, ja, was kann ich tun, ja, und was kann da rauskommen? Angespannt, kämpferische Einstellung, ja. Das sind alles Folgen, die fast notwendig aus dieser grundlegenden Tatabsicht entstehen. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben Rache widmen. Es gibt wunderschön dargestellt im Western manchmal. Ja, wir können uns das vorstellen, furchtbar. Furchtbar, was das für ein Lebenssinn ist. Ja, wir können unser Leben natürlich auch
den Weg des Buddha widmen. Das können wir auch machen. Wie anders wird das stattfinden? Es wird auch unser Empfinden, unser Erleben, unsere Bewertungen grundsätzlich beeinflussen. Ganz klar. Wir sehen es unter dem Blickwinkel, ja? Was tut mir gut? Was ist heilsam? Ne? Ist gar nicht mehr interessant, ob es Geld bringt oder nicht Geld bringt, ob es Erfolg bringt oder nicht Erfolg bringt, ob es Ansehen bringt. Ne? Ist gar nicht mehr so wichtig, das alles so am Rande da. Ne? Ist wichtig, ist es heilsam, ist es gut, wie wirkt sich das auf meine emotionalen Fähigkeiten aus? Ne? Ja? Ja, es bringt uns in eine Linie. Der Buddha nennt es deswegen Nahrung. Es ist auch Nahrung. Nahrung, die etwas mit uns macht, die uns auch formt. Gut, und die vierte Art der Nahrung, und das ist eigentlich die interessanteste und ein wirklich unglaublicher, großartiger Gedanke von Buddha, dass er das auch noch bringt und so weit gedacht hat. Die vierte Art der Nahrung ist das Bewusstsein selber. Das heißt also, er sagt, das Bewusstsein ist Nahrung für das Bewusstsein. Ja, da ist eine Schleife drin. Eine Rekursion, wie die Informatiker sagen, oder eine Rückkopplung, wie die Techniker sagen. Da ist eine Rückkopplung drin. Und in der Tat, diese Rückkopplung kann ganz schnell zu einem Neig dazu, zu einem Teufelskreis zu werden. Also machen wir das jetzt mit einem Ärger durch. Ja? Ein Mensch, der sich leicht ärgert über etwas anderes, den Ärger naiv erlebt, also unbewusst erlebt, ja? Sich einfach ärgert, entsprechend schimpft, sagt, gut, genau, dem habe ich es gegeben, so, nächster Punkt, gleich wieder ein Ärger, können wir gleich wieder einen Streit anfangen, ja, und so weiter und so fort. Dieses Verhalten, was natürlich entspringt dem Bewusstsein, dem Unbewussten, das Bewusstsein angeht, einfach ausgelebt wird, ist natürlich dann wieder Erleben, das wieder absinkt ins Bewusstsein und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns über etwas ärgern und die Heftigkeit des Ärgers erhöht. Das ist das Wesentliche, was uns Buddha damit sagen will. So ist es. Ja? Das heißt, immer wieder diese Schleife durchgehen, ohne praktisch einzugreifen, wir hören gleich, wie wir eingreifen können, aber einfach naiv das so zu erleben, führt zu einem Teufelskreis, es wird immer schlimmer. Ich habe meinen Zivildienst in einem Pflegeheim gemacht und konnte die Menschen erleben, die in so einer Schleife unglaublich weit gekommen waren. Ja? Und nur mal eine Emotion gelebt haben, da gab es Leute, die so boshaft, das habe ich mir nicht vorstellen können, dass Menschen so sind. Ja, aber wenn man natürlich das immer weiter, ja, und dann nichts dagegen stellt, ja, da war natürlich das Bewusstsein schwach, das ist klar, ne, die waren ja auch meistens geistig nicht mehr so gesund. Ja, wenn da nichts dagegen gesetzt wird, geht das immer weiter und wird immer schlimmer. Wir kennen das bei Ärger, ne. Bei jungen Leuten ist das oft noch, was heißt oft, es ist eben noch viel ausgeglichener, ja. Wir haben alle möglichen Anlagen, alle sind da, ne, und sind viel gleichmäßiger verteilt. Aber wir können in so eine Schleife kommen und dann übernimmt eines völlig überhand. Ganz egal, ob das jetzt Ärger ist oder Wut oder Traurigkeit oder Boshaftigkeit. Es ist aber genauso mit den heilsamen Emotionen. Da verhält es sich ähnlich. Ja? Wenn wir Freude durchleben, trainieren wir die Fähigkeit, Freude zu erleben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns freuen und die Intensität der Freude wird größer. So ist es also bei den guten und bei den heilsamen und bei den unheilsamen Emotionen. Und das Schöne ist, wir können sogar darauf in gewissem Umfang Einfluss nehmen. Wir können also nicht bewusst, wir können nicht willentlich da irgendetwas ändern, so weit geht es nicht, aber wir können diese Rückkopplung durch ein Stellglied, wie man in der Technik sagen würde, beeinflussen. Und das ist eben unser Bewusstsein. Das ist es. Was wir uns bewusst dazu denken, was wir damit machen. Und da sind wir ja genau wieder beim Punkt in 5 Schritten für die unheilsamen Emotionen, die wir vorhin hatten. Wenn wir diesen Weg von Tai gehen, wir erleben die unheilsame Emotion. Wir beruhigen sie.
Wir schauen tief und verstehen die Ursachen. Das heißt, unser eigener Geist, unser Bewusstes, unser Bewusstsein erkennt, dass das Leiden aus einer Vorstellung kommt. Dann wird diese Erkenntnis, wir sagen absinken in der Psychologie, ne, absinken ins Unbewusste, zurückfließen, wenn ich den Regelkreislauf sehe, zurückfließen ins Unbewusste und das Unbewusste beeinflussen. Wir können nichts erzwingen. Wir können es nicht direkt steuern, wie wir ein Lenkrad steuern. Aber es hat Einfluss und es wirkt. In dem Fall deeskalierend. Ja? Jedes Mal, wenn wir den Ärger auf diese Weise erleben und an einer Vorstellung arbeiten, eine Vorstellung ganz oder teilweise loslassen oder überhaupt nur den Ärger in der Situation als nicht hilfreich einstufen, jedes Mal wird das Bewusstsein das mitbekommen und wird die Kraft sozusagen, die Häufigkeit des Ärgers ein Stück zurückfahren. Ein Stück, ne? Das Unbewusste arbeitet langsam, ne? Aber es bewegt sich ein Stück. Ja, und das ist der Weg. Das ist der Weg. Jede Gelegenheit nutzen und das Beste draus machen. Und wir haben uns heute speziell beschäftigt mit den unheilsamen Emotionen. Was können wir machen, wenn sie kommen? Und auch gesehen, und das ist das Wundervolle, dass dieses Arbeiten, dieses richtige Umgehen mit diesen negativen Emotionen tatsächlich auch dauerhaften Nutzen bringt. Nicht nur in der Situation uns hilft, drüber hinwegzukommen, sondern dass sich etwas verändert. Und da sagt auch die moderne Hirnforschung, die messen ja jetzt alles Mögliche nach und was da wo im Hirn entsteht und wie groß welche Zonen sind. Und es ist einfach so, dass dort, ich meine, das ist noch nicht so fertig, dass man das jetzt so gegenüberstellen könnte, die Lehre von Buddha und der modernen Hirnforschung. Aber so die Ergebnisse zeigen, dass das sehr gut zusammenpasst. Und die finden dann einfach Hirnregionen, die zum Beispiel für heilsame Emotionen zuständig sind, die bei Menschen, die lange den Weg gehen, lange meditieren, einfach kräftiger ausgebildet sind. Ja, das ist also wirklich in physisch sehen. Ja? Und das zeigt uns, dass sich da etwas, ich will nicht sagen, dass es physisch sehen wichtig ist, aber ich will sagen, wenn sich da physisch etwas verändert hat, dann ist auch etwas Dauerhaftes geschehen. Das will ich sagen. Es ist wie im Sport, wie im Training, auch wie im Lernen. Im Grunde genommen glaube ich persönlich, dass das genau dasselbe Eigenschaft unseres Geistes ist, die wir im Lernen ausnutzen. Ja, das ist dasselbe. Wenn wir etwas viel üben, körperliches oder geistiges, werden wir besser dabei. Ja? Es entwickelt sich eine Fähigkeit, die wir auch nicht verlieren, wenn wir es einen Monat einmal nicht machen. Ja? Wer jetzt 10 Jahre Klavier gespielt hat, verlernt es nicht in einem Monat, auch nicht in einem Jahr. Ja? Weil das sich etwas herausgebildet hat, was sich verfestigt und da bleibt. Ja, und das ist auch schön, das zu wissen. Und in diesem Sinne möchte ich euch einladen, diesen Weg weiterzugehen mit ganzer Energie. Es lohnt sich.